Wir haben Romanova gebrochen. Wie? Erweitertes finanzielles Verhör. Shepards Infos waren gut. Sind jetzt unsere. Was haben wir Brauchbares gekriegt? Eine von Romanovas Strohfirmen kaufte einen verlassenen Apartmentkomplex in St. Petersburg für die Conny-Gruppe. Wann? Vor kurzem. Ein Conny-Außenposten. Schätze ich auch, Captain. Ich habe jetzt den Standort. Satellitenbilder zeigen einen Bergungsballon auf dem Dach. Den braucht man nur, um schnell etwas wegzuschaffen, das niemand finden soll. Oder jemanden. Der Komplex ist ein Labyrinth. Gess arbeitet sich nach oben. Ich behalte das Dach im Auge. Und die Extraktion? Heli ist zu riskant. Ihr müsst euch alles schnappen, was ihr kriegen könnt. Nicole durch per Starflügler. Der Ballon. Skyhook. Wenn Makarov da ist, schnappt ihn Bravo. Sechs am Watcher, Drohne ist aktiv. Du solltest Sichtkontakt haben. Im Blick, John. Mehrere Conny-Truppen auf dem Dach des nördlichen Gebäudes. Keine Spur von Makarov. Er ist unser Junge, der Hofheld. Scheint dir das Sagen zu haben. Überprüfe. Mal sehen, ob wir ihn identifizieren können. Verstanden. Gas, bist du in Position? Bestätigt. Bin bereit. Gas, rück vor. Sag Bescheid, wenn du den Aufzugsschacht erreichst. Roger. Bin unterwegs. Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von COD Modern Warfare 3 und die Kampagne. Und wir kommen zur fünften Combat Mission. Ach ja. Cap, bin im Aufzugsschacht. Hier ist eine Leiter. Okay, kletter rauf. Bravo, Treffer zum HRZ. Hey, jetzt labern die wieder. Es ist Andrei Nolan, einer von Makarovs altem inneren Kreis. Weit oben in Connys Nahrungskette. Klingt nach einem, mit dem ich gern mal reden würde. Ich zuerst. Lasst mir was übrig. Nolan ist jetzt euer Ziel. Packt ihn ein, bringt ihn her. Roger. Gas, wir holen uns Nolan. Du musst irgendwie aufs Dach. Bestätigt. Wie extrahieren wir ihn? Lebend. Ich sichere die Exfiltration und treffe dich oben. 6-2, Vorsicht. Feinde unterwegs zu dir. Man kann das Spiel halt auch... COD Modern Warfare 3 Comet Mission nennen. So viele, wie wir hier gerade machen. Habe Nachtsicht gefunden. Nachtsichtgerät. Bitte, da liegt noch mehr Ausrüstung rum. Conny hat Geld. Hier sind überall Fallen aufgestellt. Du kannst sie deaktivieren. Lol. Was hab ich denn jetzt hier für einen Weg genommen? Den habe ich in meinem Originalgame nicht gefunden. Wird man hier weitergehen? Oh mein Gott! Wäre hier fast gestorben. Einfach mal hier rüber jumpen. Easy, guck mal. Hier hat man jetzt ein Treppenhaus. Sie suchen überall nach dir. Rücke vor auf Etage 6. Die Hälfte ist geschafft, Gas. Ja, Sasjok! Oh, die sehen mich irgendwie nicht. Sind die blind oder so? Eine Platte. Keine Ahnung, was das für ein Kampfgewehr ist hier. Ach, das ist ein M2. Sie suchen nach dir, Gas. Pass auf dich auf. Sie rufen Verstärkung, schalte sie aus und verschwinde da sofort. Es wimmelt von Conny, Sir. Ich gebe Feuerschutz, wo ich kann. Du packst das, Garrick. Ich sehe da nicht. Ist auch echt unfair hier mit diesen Gängen. Warte, ich bin tot. Okay, hier geht's irgendwie wieder raus. Geh nach draußen! Boah, die haben auch alle auf mich gewartet hier. Okay, gibt es irgendwo einen Weg, wo ich nach oben komme? Könnt hier lang gehen. Ja. Achtung! Geh auf Etage 7. Rück weiter vor. Wieso sprechen die jetzt wieder Deutsch? Die haben gerade Russisch gesprochen. Pass auf, Gas. Conny ist auf der Jagd. Nolan hat sein Team alarmiert. Ich gebe mich auf Etage 8. Nur noch ein paar. Schnappen wir den Kerl. Oh, hier bin ich gleich gekommen. Das sind überall Fallen.
Versuch sie zu deaktivieren. Steige zu Etage 9 auf. Fast oben, Gas. Oh, endlich mal eine MP. Nee, das ist keine MP5, das ist eine Striker. Ich wollte halt MP5 sagen. Und ich bin. So, wir sind fast oben. Ja. Die KI ist mal wieder blöd. Kommen die alle hier rausgerannt? Ja, kannst nichts machen. Ach, diese Kampagne ist doch einfach nur noch lächerlich. Muss ich gar nicht ankommen. Wo geht's hier lang? Ich folge einfach meinem Weg. Alle Wege führen. Habe ein Steigseil! Das erspart dir einen Marsch. Wo kann man denn hier lang? Alter! Okay, das gefällt. Also, diese Open Combat Mission, die gefällt mir irgendwie ein bisschen. Weil die ist halt viel offen. Also, nicht offener, sondern viel linearer. Und viel. Passt da draußen auf Claymores auf. Man kann auch viel mehr finden. Oh, mit Brandmunition. Ja, guck mal, das ist zum Beispiel eine sinnvolle Idee. Gas, du bist fast auf dem Dach. Rechne mit Widerstand. Okay. Chill. Das, diese Mission, die gefällt mir viel, viel mehr als die anderen Open Combat Mission. Das ist wirklich gut gemacht. Ich rasch hier zwar viel zu viel durch, aber egal. Gas, rück vor. Sag Bescheid, wenn du den Aufzugsschacht erreichst. Nein. Roger, bin unterwegs. Ihr Ehrenlosen. Ihr Schwänze, wirklich. Habe ich zumindest meinen Steigseil. Die du findest. Das spart dir Zeit. Bravo. Treffer zum HRZ. Es ist Andrei Nolan. Einer von Makarovs altem Inneren. Trotzdem. Was für ein Nahrungskette. Dafür geh jetzt hier mal vorne. Feinde kommen die Treppe runter. Ist mir so egal. Habe ein Steigseil. Das erspart dir einen Marsch. Guck mal, kann ich ja alles. Drücke zu Etage 11 vor. Bestätige. Kann ich hier lang? Nolan hat sein Team alarmiert. Sie wissen, dass du kommst. Alles klar. Da ist er doch. Bin auf dem Weg zu dir, Gas. Okay, das ging schneller als ich dachte. Nehmen wir nochmal eine AK mit. Jo. Perfekt. Schieß auf alles, was sich bewegt, aber Nolan brauchen wir lebend. Okay. Verstanden. Ich sehe Nolan. Vorsicht. Das Ziel ist schwer gepanzert, Cap. Verstanden. Nur außer Gefecht setzen. Töte das Schwein. Das ist der Spaß, ja. Sehr viele Leute mit Schilden. Bin ich hier? Wieso Hemlock? Hey, ich war doch in Deckung. Digga, ich bin noch in Deckung. Watan Bravo, Achtung. Radar zeigt feindliche Minen, die sich eurer Position nähern. Bestätigt. Gas, legen wir los. Aua. Bryce, übernimm mal kurz. Vor. Ich benutze einfach gar nicht mehr. Oh, Alter, chillt mal. Sie müssen die auch alle mit Schrotflinte hier rumlaufen. Semtex! Mein Schild ist gebrochen. Ja, was wäre jetzt hier? Sechs, Ziel neutralisiert. Ich sehe Andrei Nolan, Makarovs Nummer 2. Er ist am Boden. Gas, sichere ihn. Wenn er noch lebt, ist er gefährlich. Komm näher! Bewundere dein Werk! Schnapp ihn lebend. Wir müssen ihn ausquetschen. Watcher, wir haben das HRZ. Brauchen Exfiltration vom Dach in der südwestlichen Ecke des Gebäudes. Okay, erstmal T-Posen. Lass mich nicht warten, du blöder Wichser! Ey! Noch einmal beleidigen. Bring es zu Ende, Soldat! Na gut. Da ist er ja. Töte mich. Ich helfe euch nicht. Das sagen sie alle. Ich sehe, sein Mund bewegt sich noch. Stopf sein Maul. Sein Fettsack.
Ja, klar. Ja, feindliche Helis nähern sich dem Dach. Bravo an Watcher. Ziel ist gesichert. Unterwegs zur Extraktion. Verstanden. Yankee im Anflug. Noch 2 Minuten. Für Skyhook vorbereiten. Verstanden. Wir müssen sie im Schach halten, bis Nick eintrifft. Sie wollen ihren Boss unbedingt zurück. Keine Chance. Okay, vorsichtig. Yankees kommt. Yes, ist der nicht viel zu schwer? Also, kannst du den nicht mal ablegen? Vorne. Bryce, bitte übernimm. Der ist viel zu schwer. Ich hab nur eine Pistole. Jungs, ich hab euren Boss, ihr dürft mich nicht erschießen. Gut, sieht safe aus. Schnall das Ziel an diesem Seil fest. Da? Ah ja, da ist der Skyhook. Mehr Helis im Anflug! Halte das HRZ sicher! Ach, Digga, die wollen mich doch verarschen hier. Gleich die Kassoff. Skyhook, 2 Klicks entfernt. Panzerbrechende Munition. Helis laden weitere Verstärkung ab. Captain, Feuer frei. Skyhook, 1 Klick entfernt. Skyhook, 2 Minuten entfernt. Also bis Hessen sind noch ein Fett. Wir machen nicht viel. Jungs, traut euch doch mal. Skyhook, 1 Minute entfernt. Ja. Die Russen wohl doch nicht mehr so gefährlich. Bryce, wo schießt du hin? Ist der blöd. Und wie hat einer wie du überhaupt die Grundausbildung geschafft? Sie fährt mir zu rein. Willst du mich verarschen? Da, am Exfiltrationsboot bleiben. Der beleidigt mich hier nur. Skyhook steht bevor. Bravo, einhaken. Wir sind soweit, Sir. Gute Arbeit, Sergeant. Durchhalten. Captain, geht's dir gut? Wo stehen wir aktuell bei Nolan? Dem hat's die Sprache verschlagen. Ist jetzt mehr der stille Typ. Sie führen Krieg gegen die Welt, das steht fest. Er vertraut Makarov blind. Makarov braucht ihn. Er kontaktiert ihn laufend. Er weiß, dass was nicht stimmt. Du hast ihren Funk abgehört? So ist es. Nolan ist verstummt, aber sein Funk und Telefon sprechen Bände. Was wissen wir? Sie bringen jemanden oder etwas zu einem verlassenen sowjetischen Gefängniskomplex. Wo? Sibirien. Wann? Morgen. Das ist unsere Chance auf Makarov. Ist nicht gesagt, dass er da ist. Ich spekuliere drauf. Dachte ich mir. Nick kann euch rein und rausbringen. Ich will alle dabei haben. Auch Fahrer. Sie und Ghost sind die besten Scharfschützen, die ich kenne. Ihr könnt sie unterwegs aufsammeln. Ich geb's weiter. Wir brauchen C4 und Trockenanzüge. Wir werden nass. Makarov auch.